Und da war dann der Ausbruch im DAX. Willkommen zu dieser Sendung. Jawohl, es hat also geklappt. Die Jahresendrallye ist heute angepfiffen worden, sagt man es einfach mal so. Im Prinzip war es ja schon am Freitagnachmittag, als sich herauskristallisierte, dass auch die skeptischen Republikaner unter den Senatoren in den USA, in Washington, wohl für die Steuerreform stimmen werden und damit alles heute in dieser Woche glatt über die Bühne gehen sollte. Die Abstimmung soll morgen sein. Dann kann also Donald Trump als letzte gute Tat vor Weihnachten auch noch die Steuerreform, das neue Steuergesetz unterschreiben. Das freut auf alle Fälle mal die Börsen. Wobei es vor allem wohl die freuen dürfte, nämlich die amerikanischen Börsen. Zurzeit freut es auch alle anderen Börsen, also auch der Nikkei ist gestiegen in der Nacht beispielsweise, und zwar ziemlich deutlich, wie fast alle asiatischen Märkte, bis auf den Shanghai Composite. Der hat ein bisschen Probleme, weil die Immobilienpreise in einigen chinesischen Metropolen fallen. Platzt da jetzt eine Immobilienblase? Wir werden das mal beobachten müssen. Das könnte dann letztendlich den Aufschwung auch schnell wieder abgeben. Auch ansonsten muss man sich mal letztendlich das Ganze auch ein bisschen kritisch anschauen mit dieser Steuerreform, denn viele Experten glauben nicht, dass das Wachstum dadurch wesentlich angekurbelt wird, denn das Wachstum ist sowieso schon fast am Anschlag. Von der Warte aus erwarten viele, dass die zusätzlichen Gewinne in Aktienrückkäufe investiert werden und dass die Dividenden erhöht werden. Das wiederum würde allerdings nur den amerikanischen Markt wirklich beflügeln. Es könnte also sein, dass das, was da zurzeit an den anderen Märkten, also auch beispielsweise im DAX zu sehen ist, eher ein Strohfeuer ist, das dann auch schnell wieder auslaufen könnte. Schauen wir ganz einfach mal. Wir gucken mal schnell auf die wenigen Daten, die es heute gegeben hat. Und nochmal willkommen zu dieser Sendung. Noch schnell Daten von der letzten Woche wollte ich bringen. Baker Hughes Plattformzählung 747. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe ganz vergessen, heute einen Ölchart vorzubereiten. Wer da noch was sehen will, der war, glaube ich, heute Morgen ja bei mir auf der Homepage. Da war auf alle Fälle ein Chart dabei. So, schauen wir auf den Rest, auf das, was heute passiert ist. In Japan gab es einen Handelsbilanzüberschuss. Das war schon mal überraschend. Die Exporte sind gestiegen um 16,2% zum Vorjahr, muss das natürlich heißen. Das war schon mal eine ziemliche Ansage letztendlich und kam natürlich an den Märkten auch sehr gut aus. Verbraucherpreisindex aus der Eurozone, da war nichts anderes zu erwarten. Das war die zweite Lesung. Großbritanniens CBI-Trends für die Industrieaufträge mit 17 Punkten über den Erwartungen und damit durchaus ziemlich gut. Der DAX, wie gesagt, startete heute gleich mal über der 13.190, hatte damit die erste wichtige Hürde aus dem Weg geräumt. Im Verlaufe des weiteren Handels ging es dann auch relativ zügig über die 13.244 und wir hatten dann letztendlich doch einen ziemlich dynamischen Vormittag, der dann allerdings abrupt endete mittags und auch nicht wieder aufgenommen wurde, als dann die Wall Street begann zu handeln. Und scheinbar ist die Freude jetzt erstmal eingepreist und jetzt braucht der DAX irgendwie einen neuen Schub. Ob der kommt oder nicht, muss man mal abschauen. Wir haben da noch so einen Kerzen doch bis 13.280, da könnte jetzt die erste Unterstützung liegen. Der Tenkan, das sehen wir auch, der Kijun, natürlich, das sehen wir, die orangefarbene Linie, die konnte dem Tenkan, der blauen Linie, nicht folgen. Das bedeutet, wir sind jetzt hier im Stundenchart auf alle Fälle mal überkauft. Von der Warte aus ist diese Konsolidierung also durchaus nachvollziehbar. Was der DAX jetzt nicht machen sollte, ist wieder unter 13.244 fallen. Das wäre dann ein bisschen kontraproduktiv. Ansonsten kann hier die Rallye jetzt durchaus weitergehen und dann eben das Allzeithoch, das bei 13.535 Punkten liegt, durchaus erreichen. Wir dürfen jetzt also schon mal diese ganzen anderen Fälle, die wir da hatten, rausnehmen. Und rufen jetzt einfach mal das Ziel 13.535 aus. Eine gewisse Gefahr besteht natürlich trotzdem. Ich meine, auf der einen Seite, alle sind der Meinung, letztendlich Jahresendrallye, das ist ein Gesetz, das ist kein Gesetz, um das ganz klar zu sagen. Der Markt kann auch mal was völlig anderes und völlig Verrücktes machen. Es könnte beispielsweise auch ein anderes Gesetz gerade gelten, nämlich kaufe das Gerücht und verkaufe dann die Fakten, dann würde morgen nach der Abstimmung im Kongress, der dann also für eine Steuerreform
ist, könnte dann theoretisch letztendlich das Gegenteil passieren, nämlich ein Abverkauf, weil ja dann im Prinzip alle Messen gesungen sind. Es ist ja auch alles irgendwie eingepreist. Auf der Unterseite haben wir bei 12.845 und 12.811 auf alle Fälle weiterhin die wichtigsten Unterstützung. Ich habe mal die beiden Pfeile da gelassen. Das ist also eine ganz wichtige Marke. Solange diese Marke hält, ist auch weiterhin im DAX alles freundlich. Wobei wir uns zurzeit ja darüber noch keine Gedanken machen müssen, aber man sollte es immer trotzdem mal im Blick behalten. Wir sind auf alle Fälle auch weiterhin im Aufwärtstrendkanal. Es gibt jetzt nicht wirklich was zu sagen, dass jetzt also morgen der große Abverkauf beginnt oder sowas. Das ist aus dem Chart definitiv nicht zu ersehen. Ein bisschen Demut und ein bisschen Vorsicht kann nie schaden, denn der Markt hat so seine eigenen Regeln. Das ist nun mal so. Wir ziehen das Ganze hier mal nochmal auseinander. Da sehen wir auch, dass Tenkan und Kijun im Daily Chart schön nach oben zeigen. Also insgesamt sieht das jetzt schon sehr bullisch aus, das muss man ganz klar sagen. Wenn ich jetzt was anderes behaupten würde, wäre es schon ziemlich blöd. Ziele, wie gesagt, 13.535, vielleicht auch 13.600 bis zum Jahresende. Das ist theoretisch durchaus möglich. Aber man sollte nie vergessen, an der Börse kann es auch immer mal ein bisschen anders kommen. Wir sehen im Dow Jones eigentlich auch eine schöne Aufwärtsbewegung heute. Sehr gemächlich ging es nach oben. Es gab dann aber keinen Impuls, als die Wall Street geöffnet hat. Aber es gibt natürlich auch im Dow Jones eigentlich noch ein sehr schönes Ziel, was man anvisieren könnte, nämlich die 25.000. Und das wäre doch eigentlich noch ein Ziel für dieses Jahr. Wenn das passieren würde, dann könnten sicherlich auch die anderen Aktienmärkte noch mal ein bisschen steigen. Vielleicht kommt dann bei 25.000 dann doch mal eine Korrektur. Man weiß es ganz einfach nicht. Man sollte sowas durchaus einplanen. Solche runden Marken sind ja durchaus auch Orientierungspunkte für die Märkte. Es gibt ja nach wie vor auch eine psychologische Marken, ganz einfach, die zwar wahrscheinlich den Robots relativ egal sind, aber eben den Händlern aus Fleisch und Blut durchaus noch was bedeuten. Nicht wahr? Und die sind ja auch noch mit dabei, manchmal zumindest. So, schauen wir auf den Euro-US-Dollar. Da sehen wir, dass wir auf der Unterseite versuchen, einen Boden zu bilden bei 1,1730 herum. Heute sind wir nicht über die 1,1815 gekommen. Es gab einen Ausbruch, der allerdings schnell wieder abverkauft worden ist. Also auch das hat letztendlich natürlich zur Freude des Euro geführt. Der Euro ist nicht zur Freude des DAX geführt, so rum. Der Euro ist also nicht wesentlich stärker heute geworden. Man muss auch immer ganz einfach sehen, hatte heute bei eToro die Frage, ja, wenn der Euro steigt, muss doch der DAX fallen. Nein, muss er nicht unbedingt. Denn der DAX ist ja nicht ein Abbild des Euros, sondern letztendlich spielen da viele Faktoren eine Rolle. Und man muss ganz einfach eben auch sehen, dass natürlich auch die DAX-Unternehmen in gewisser Weise von der Steuerreform zum Teil zumindest profitieren werden. Denn viele DAX-Unternehmen haben US-Töchter und ja, die können ja dann letztendlich auf alle Fälle mal auch von den Vorteilen profitieren und das kommt dann auch dem Konzernergebnis ja irgendwie zugute. Von der Warte aus gibt es eben auch Aspekte, die abseits des Euros sind und für den DAX heute zumindest mal ganz gut gewesen sind. Ob das langfristig, wie gesagt, eine gute Sache ist, das wird man dann sehen müssen. Euro, US-Dollar im Daily Chart sehen wir gerade so diesen steileren Aufwärtstrend heute verteidigt. Wir sind fast aus der Wolke oben raus, aber noch nicht ganz. Wichtig wäre in der Beziehung dann eben doch die 1,1815. Und darüber hinaus hätten wir ja dann noch diese markante Wolkenlinie da bei 1,1880, 1,1895. Das wäre dann auch nochmal ein Widerstand. Also der Euro-US-Dollar zurzeit maximal leidlich bullisch. Ich könnte mir hier durchaus vorstellen, dass auch die Unterseite nochmal eine Rolle spielt. Wenn wir das Ganze mal im Wochenchart sehen, dann sind wir auch noch sieht das Ganze dann allerdings doch wieder ja, auch nicht so unfreundlich aus. Der Kijun zeigt sogar nach Norden. Naja, auf der Oberseite wären auf alle Fälle natürlich noch das Jahreshoch bei 1,2090 würde eine Rolle spielen, darüber 1,2220 und 1,25. Als Ziele, wenn wir das Ganze mal auseinanderziehen, sehen wir dann auf der Unterseite, genau da war ich vorhin schon, auf der Unterseite
dass die 1.1550 herum eine recht wichtige Unterstützung, ein recht wichtiger Support sein würde, wenn es vielleicht doch weiter Richtung Süden geht. Man kann zurzeit noch nicht sagen, dass der Euro jetzt hier extrem bullisch wäre oder so. Das würde ich definitiv auch aus diesem Wochenchart nicht heraus sehen. Ja, wir müssten als erstes auf der Oberseite mal die 1.2090 wegräumen, damit wir weiter auf der Oberseite Chancen hätten. Und wie gesagt, vorher ist diese für meine Begriffe recht wichtige 1.1880 bis 1.1895. Diese Region müsste dann eben auch erst einmal überwunden werden. Auch hier gibt es eine längere Tenkan-Linie, eine blaue Linie auf der 1.1880. Also das ist schon eine ziemlich wichtige Marke. Solange der Euro da nicht drüber ist, ist er nicht so richtig bullisch für den Rest des Jahres. Also da müsste er schon mal drüber kommen. Möglich ist es natürlich. Cable hat sich heute gut erholt. Hat sicherlich auch mit den britischen Daten zu tun. Außerdem ist eben der US-Dollar heute ein bisschen schwächer geworden. Was jetzt hier charttechnisch auffällt, ist, dass bei 1,33 ein Doppelboden zu finden ist. Das könnte charttechnisch für die Bullen durchaus die Gelegenheit geben, vielleicht die 1,3455 zu überwinden und Richtung 1,3550 zu kommen. Im Daily Chart sehen wir, dass wir übergeordnet, aber durchaus hier zurzeit in einer korrektiven Maßnahme sind. Wir müssten also schon mal jetzt eher über diesen grünen Abwärtstrend drüber wegkommen, damit wir dann Chancen haben, vielleicht auch das Jahreshoch bei 1,3660 nochmal zu attackieren. Das steht also offenbar noch nicht so ganz gleich bevor. Wenn wir es ein bisschen auseinanderziehen, sehen wir auch, dass die heutige Tageskerze wohl unter der Freitagskerze über dem kürzer ist als der Freitagskerzenkörper dieser Abwärtskerze, sodass wir keinen Umkehrstab bekommen. Also so ganz bullig sieht das Ganze zurzeit auch nicht aus. Euro-Britisches Pfund, da kann man relativ wenig zu sagen. Das ist seit eigentlich Anfang Dezember schon eher seitwärts geschiebe. Euro-japanischer Yen hat sich heute auch ein bisschen stabilisiert, hat so um die 1,3220, 1,3210 versucht, einen Boden zu bilden, ist aber noch nicht so richtig weit gekommen. Auf der Oberseite müssten wir nämlich schon mal über die Wolke kommen, 132,90. Es gab heute diesen Versuch, bis 133 zu kommen, aber wir sehen selber, das war nicht wirklich nachhaltig. Von der Warte aus ist das eine Hängepartie. Und im Daily Chart sehen wir, dass wir insgesamt hier sowieso eher in einer Seitwärtsrange sind und eigentlich ziemlich richtungslos seit September schon handeln. Also ist eigentlich ziemlich unspektakulär. US-Dollar, japanischer Yen zurzeit ein bisschen unter Druck. Das ist natürlich nicht gut für den Nikkei. Ja, wir haben hier so bei 112, 42 immer wieder eine Marke, an dem sich der Kurs entweder von unten oder oben irgendwie versucht zu halten. Zurzeit sieht es gerade für die Bullen ein bisschen schlecht aus, denn wir haben hier ein Kreuzen des Tenkan mit dem Kijun. Der Tenkan zeigt jetzt also nach Süden, hat den Kijun nach Süden gekreuzt. Wenn wir jetzt noch aus der Wolke hier austreten, ist das eigentlich eher ein bärisches Zeichen, was wiederum für den Nikkei nicht so gut wäre. Und der Nikkei ist oft letztendlich der erste Impulsgeber am Morgen für den DAX. Sieht also nicht so gut aus. Auch hier nochmal im Daily Chart schön zu sehen, dass wir ja diesen kurzfristigen Aufwärtstrendkanal gebrochen haben und hier durchaus Zug reinkommen könnte Richtung 110,85. Ja, mal schauen, wie das Ganze morgen ausgeht. Es ist ja auch eine Frage letztendlich, wie eigentlich der US-Dollar am Ende dann mal auf die Steuerreform reagiert. Zuletzt hat er ja so reagiert, dass der US-Dollar plötzlich stärker geworden ist, aber das muss gar nicht unbedingt die richtige Richtung sein, denn auf alle Fälle würden ja die Staatsschulden deutlich anziehen und am Ende könnte das sogar das Vertrauen in den Dollar letztendlich beschädigen und vielleicht dadurch den US-Dollar sogar unter Druck setzen. Auf der anderen Seite würden die Zinsen steigen, also auch die Anleihen in den USA deutlich zulegen. Es könnte sogar sein, wenn die Wirtschaft doch stärker anzieht, als das bis jetzt vermutet wird, dass die Fed die Zinsen schneller anheben muss. Das könnte dann wiederum für den Dollar sprechen. Muss man also mal sehen, in welche Richtung die ganze Show dann weitergeht. Hier nochmal ein bisschen verschoben, vielleicht mal auch vor allem auf der Unterseite eine wichtige Unterstützung. Dürfte dann doch so die 112 sein, bis dann eben zum Tief Oktober 111,65. Das könnte eine sehr interessante Unterstützungsmarke
Linie werden. Ansonsten dann eben noch die 110,85. Auch das haben wir mal schnell auseinandergezogen, weil wir hier schön im Daily Chart sehen, dass Tenkan und Kijun völlig neutral sind. Wir sind mitten in der Wolke drin. Ja, aber wir haben in diesem knappen Aufwärtstrendkanal, den haben wir eben nach Süden verlassen. Das spricht eben eher für die Bären, wobei eben ein Tenkan Blau über dem Kijun wiederum eher für die Bullen spricht. Also, das ist doch eine ziemlich neutrale Angelegenheit zurzeit. Nichtsdestotrotz hat sich der Nikkei gesagt, wenn alles neutral ist, bin ich bullisch, und hat heute Nacht schon mal richtig zugelegt und hat das Niveau auch gehalten. Wir sind jetzt also hier am Dezemberhoch wieder bei 23.000 Punkten. Das ist nicht schlecht. Daran arbeiten wir uns allerdings schon den gesamten Herbst ab, und da sollten wir nun endlich mal richtig drüber kommen, um weitere Chancen zu haben. Das ist übrigens nicht das All-Time-High, denn Nikkei war schon mal höher. Ethereum Classic haben wir heute mal rausgesucht bei den Kryptowährungen, denn das war heute die Kryptowährung mit den größten Gewinnen, 11,9%, jeden Tag eine andere Kryptowährung, toll, ne? Ja, heute früh waren wir mal kurz noch bei 32 und dann kam die Explosion Richtung 40-Dollar-Marke. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ethereum selber hat heute auch ganz gute Gewinne gemacht, 2,75%, aber irgendwie sieht das nicht mehr so dynamisch aus wie in der ersten Hälfte im Dezember. Mal schauen, ob da noch was kommt. Ja, so eine Runde 1000 wäre doch eigentlich auch nicht schlecht. Naja, schauen wir einfach mal. Dann haben wir Platinum. Nach der Korrektur, die wir hier im Dezember gesehen haben, gibt es jetzt hier doch eine Stabilisierung und Erholung. Wir sind jetzt in einem wichtigen Widerstandsbereich bei 915 bis 921, kommen wir da drüber. Dann könnte es sogar wieder Richtung 955 zurückgehen. Der Ichimoku steht gar nicht mal so schlecht. Zurück zu den Kryptos nochmal, weil auch bei den Verlierern gab es eine Währung, eine Kryptowährung, die da sich besonders hervortat. Die Bitcoins. Wir sehen selber, minus 2,4% ist jetzt bei den Bitcoins nicht wirklich der große Brüller. Wir sind aber zurzeit hier in einer kleinen korrektiven Bewegung. Und 17.925 könnte eine wichtige Unterstützung sein, die gehalten werden sollte, um dann eben doch noch die 20.000 zu erreichen. Bei manchen Brokern und bei manchen Börsen ist ja die 20.000 schon lange überwunden. Hier bei Bitstamp beispielsweise eben noch nicht ganz. Nun ja, der südafrikanische Rand hat seine Gewinne vom Freitag weiter ausgebaut. Das dürfte daran liegen, dass in Südafrika die Zukunft nach Präsident Zuma so einigermaßen geregelt ist, und offenbar sind die Märkte auch ganz zufrieden mit dem, was da entschieden worden ist. Also da ging es heute doch wieder deutlich bergab für US-Dollar, südafrikanischer Rand 3,5% für ein Forex-Paar, das ist schon mal eine Ansage. Und wir sehen das dann eben auch hier im Daily Chart, dass das eine feine Sache war. Wir waren heute schon bei 12,54,40, dem Tief aus dem Mai, und wir könnten auch noch das Jahrestief erreichen, und wir werden es wohl vielleicht sogar erreichen, denke ich mal, denn der Ichimoku ist extrem bärisch bei 12,31,50. Australischer Dollar, US-Dollar habe ich deswegen noch schnell mit reingenommen, weil da in der Nacht das Sitzungsprotokoll veröffentlicht wird von der letzten Zinssitzung der Reserve Bank of Australia. Zurzeit sieht das Aussie eher bullig aus, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die australische Notenbank kurz davor ist, die Zinsen zu senken. Also es könnte durchaus sein, dass da die Bullen weiter unterstützt werden. Wichtige Unterstützung jetzt erst einmal das Tief vom Freitag bei 0,7675, und dann darüber noch natürlich, da ist dann auch jetzt so langsam die Wolkenunterkante in der Nähe, 0,7650, das ist so diese Zone, die sollte nicht gebrochen werden, sonst könnte es wieder tiefer gehen. Solange wir da drüber bleiben und jetzt auch langsam ja über die Wolke kommen, ist die Chance gar nicht mal so klein, dass wir eben aus dem Bruch dieses Abwärtstrendkanals, den wir hier im Daily Chart sehen, dann übergehen in weitere Erholung. Richtung 0,78 könnte das gehen. Wenn wir das Ganze jetzt auseinanderziehen, sehen wir, dass Tenkan und Kijun rot eingekreist da jetzt zusammengefunden haben, und wenn wir jetzt in der nächsten Nacht eine weitere Erholung geben, würden die sich auch aufrichten, und dann wäre eigentlich ein Test der Wolkenoberkante, die eben dann fast so bei 0,78 zu finden ist. Das wäre durchaus eine interessante Idee,
die dann kommen könnte. Vielleicht geht es sogar bis 0,79 da zu diesen Hochs aus dem Oktober weiter. Das wäre also durchaus eine Idee, sage ich jetzt einfach mal. So, und damit schauen wir auf das, was morgen passiert. Neben dem Sitzungsprotokoll der Reserve Bank of Australia in der Nacht noch das Unternehmensvertrauen aus Neuseeland. Und der wichtigste Termin morgen am Vormittag ist sicherlich der IFO-Geschäftsklimaindex aus Deutschland. Und um 14:30 Uhr gibt es die Baugenehmigungen, Baubeginne in den USA. Das sind die wichtigen Termine morgen. Und wer wieder mal ein bisschen Opposition in der EZB erleben will, der lauscht dem Pressegespräch von das morgen mit Bundesbankchef Jens Weidmann um 12 Uhr beginnt. Ein Aus für binäre Optionen könnte es für Privatanleger bald geben, denn die europäische Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA und die britische Financial Conduct Authority, also die FCA, die prüfen ein Verbot binärer Optionen an Privatkunden. Das hat die ESMA am Freitagabend bestätigt. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich würde es nicht vermissen. Für meine Begriffe sind binäre Optionen nichts anderes als Roulette. In diesem Sinne, schönen Abend und bis morgen.